Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Crave the Mary. Und wie ihr schon seht, dieses Spiel stammt von Dedelic Entertainment. Es ist, also ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, es ist ein Abenteuerspiel, wo man Rätsel lösen muss. Und die Geschichte ist eigentlich, ja, wir sind irgendwie ein Drogensüchtiger. Und wir müssen irgendwie, ja, einiges herausfinden. Und dies dazu ist noch zu erwähnen, dies ist ein Horror-Spiel, also Horror-Adventure-Game, deswegen auch mit Facecam. Und dieses Spiel gibt es jetzt zurzeit bei Steam im Angebot. Da ist so eine Angebotswoche. Und da könnt ihr ja mal vorbeischauen. Und ja, wir gehen jetzt erstmal auf neues Spiel. Und wir sehen schon, es gibt insgesamt 3 Episoden. Die gibt es jetzt beim Kauf. Wenn man das Spiel jetzt kauft, hat man quasi schon alles komplett drinne. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Episode 1. Ich weiß von der Geschichte noch gar nichts, außer eben Drogensüchtiger und ja. Na gut, viel Spaß. Episode 1. Ja, und da sind wir jetzt auch im Spiel. Dieses Intro kann man sich auch als Spiele-Trailer angucken bei Steam. Die bloß halt jetzt mit Untertitel. Sehr interessant, da weiß ich jetzt wenigstens auch, was es zu bedeuten hat. Und wir haben schon einige Sachen gesehen, die so ein bisschen ja, komisch aussahen. Diese Würmer oder was das war schon so ein bisschen... Ja. Und wir haben erfahren, wir wollen... aufhören mit den Drogen und befinden uns in einer sogenannten ja, Drogenklinik, einem Drogenentzug wollen wir machen und wir können jetzt hier, ja, wir nehmen mal das Tutorial. Klicke auf das Navigationssymbol am unteren Rand, um dich umzudrehen. Ja, da. Bewege die Maus, um nach Gegenständen zu suchen. Was? Ach hier, okay. Ein Symbol erscheint, wenn ein Gegenstand entdeckt wurde. Klicke auf einen Gegenstand, um damit zu interagieren. Das Symbol wird dir einen Hinweis geben, wenn du festhängst. Klicke auf das Symbol, um einen Hinweis zu erhalten. Nee, möchte ich nicht wirklich tun. Kann ich hier da einfach so wieder raus? Okay, wir müssen auf das Symbol klicken. Du musst dich in diesem Raum... Ja, wir haben jetzt drauf geklickt und ich weiß, in dem Schrank. So. Da ist nichts drin. Ja, das ist wunderbar. Ist nichts drin, ist okay. Okay. Also wir müssen uns in dem Raum noch etwas weiter umgucken. Die Maus, die scheint ja immer so ein bisschen rumzuspackeln. Was haben wir hier? Tabletten. Mir wurde gesagt, ich sollte die Medikamente nehmen, bevor ich ins Bett gehe. Medikamente. Oh nein, das glaube ich noch nicht. Also,
Wir werden uns jetzt erstmal, bevor wir hier ins Bett gehen und was weiß ich, werden wir uns erstmal noch umgucken. Können wir hier raus? Sie ist verschlossen. Okay, also wir können uns hier umgucken, können allerdings noch nichts machen. Hier haben wir das. So. Okay, hier gibt es auch nichts mehr. Okay, da würde ich einfach mal sagen, wir, ja, nehmen die Medikamente, ja, und legen uns schlafen. Was? What is a friend? Okay, das war jetzt ein sehr interessanter Traum. Ich habe meine Medikamente genommen, bevor ich ins Bett gegangen bin. Okay, wir hatten jetzt einen Traum, der etwas verstörend war. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas deuten kann. Da bin ich eher nicht so der. Aber ja, wie gesagt, ja, geht halt darum, dass man eben einige Träume hat und ich glaube, wenn man unter Entzug leidet, da hat man ja Halluzinationen, also so, ne? Könnt ihr ja bestimmt, also einige vielleicht kennen das. Na gut, wir gucken mal. Okay, die Tür. Okay, wir haben eine Errungenschaft bekommen. Hey, das ist ja mal sehr interessant. Und da geht ein Fernsehen. Da geht der Fernsehen an. Was es damit auf sich hat, ja. Sie ist verschlossen. Ja, das hoffe ich auch mal. Ja, sie geht auch noch auf. Das war so klar. Okay. Ah, ja, okay. Ja, manchmal muss man immer gucken, wo. Na, ich überlege noch. Ich überlege noch hineingehen. Man hat quasi die Wahl, ob man dies machen möchte oder nicht. Deswegen gucke ich mir den Raum noch mal genauer an. Ich kann ja auch noch mal zurückgehen und kann. Okay, hier kann man auch noch mal gucken. Okay. Ist. Ach so, das ist quasi der Eingang von. Ah, das ist ja interessant. Das sieht ja gut aus. Sie ist verschlossen. Aus der Perspektive, okay. Und hier sind die zwei Türen, genau. So, na gut, da gehen wir noch mal zurück und gehen jetzt mal da hinein. Na, Prost, Mahlzeit. Ein langer Gang. Naja, ob das gut ist? Time is an isolation. Zeit ist eine Illusion. Okay. Zeit ist eine Illusion. Ach, da. Wow! Was zur Hölle geht hier? Ja, das. Alter. Zeigung, das war jetzt. Ja. Hatten wir dieses Wesen nicht auch im Traum gesehen? Das kam mir zumindest so vor.
Dass das immer so laden tut. Haben wir hier noch? Hier haben wir eine Tür. Können wir hier, wenn wir hier dahin gehen? So. Okay, hier haben wir gar nichts mehr. Hier einfach nur die Tür und können wir hier gucken? Wie sieht es dahinter aus? Also, achso, ist jetzt hier der. Okay, bevor wir dahin gehen, gehen wir erst mal kurz dahin und gucken, ob wir reinkommen. Sie ist verschlossen. Da ist Blut auf dem Schloss. Verdammt. Oh, verdammt. Da ist Blut auf dem Schloss. Na, super. Natürlich, juhu, wir können mit Schaltern rumspielen. Ja, wie ge. Nichts passiert. Ah, okay, okay, gut. Ja, wie gesagt, man muss hier auch sehr viele Rätsel lösen. Okay, hier können wir da lang. Hier haben wir die Tür. Also, wir brauchen anscheinend irgendeine Kombination, um dieses Schloss zu öffnen. Da lang können wir nicht. Okay, die Tür war zu. Jetzt steht natürlich, hier haben wir jetzt ein paar Augen. Hier haben wir ein. Ja, aber. Hä? Wir haben hier Augen. Zwei große Augen und einen Reifen. Der auch einen Reifen darstellt. So. Ah, okay, da gehen wir hier. Alter, geht das mal das Licht aus. Können wir hier irgendwas machen? Okay, wir gehen durch die Tür. Falls sie aufgeht. Und sie geht auf. Na super. Zeichnung. Dieses Symbol erscheint, wenn sich Gegenstände im Inventar befinden. Klicke auf das Symbol, um das Inventar zu öffnen. Was? Das? Ah, okay, cool. Okay, wir können untersuchen. Nek nur Krozi Eba, der junge Wein Tinert Koret. Die Männer beobachten uns. Ja, wer das hier versteht, gerne in die Kommentare. Oder ich muss noch mal kurz gucken, vielleicht. Nee, verstehe ich gerade absolut nicht. Okay. Sollen wir wirklich? Ja gut. Es ist zu dunkel, da krieche ich auf keinen Fall rein. Ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor aus einer anderen Art und Weise von Spielen. Mit dem Es ist zu dunkel. Oh, Alter, da hinten war doch gerade jemand. Boah, ey, das ist ja. Es ist verschlossen, das sind Aufkleber von Hundeköpfen auf der Tür. Naja, gut, die Köpfe. Kann man gelten lassen. Aber wo sind wir denn jetzt? Ja, die geht doch noch auf die Tür. Na super. Da ist doch irgendwas. Das soll jetzt. Kannst du mir jetzt nichts sagen, dass hier nichts ist. Was? Kann man hier noch irgendwas machen, außer den Augen zugucken, wie sie da vor sich hin gucken? Also einmal, zweimal, eins, 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 zwei. Eins. 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 Zwei. Moment. Also eins. Eins. Zwei. Eins. Eins. Ich verstehe gerade nichts. Ich probiere jetzt mal was aus. Vielleicht habe ich hier eine Möglichkeit. Wobei, hier sind noch Sachen.
Ein Teddybär. Ein Teddybär, ja, sagte ich ja. So, ich gehe jetzt nochmal zurück in diesen Elektroraum. Falls es ein Elektroraum war, kann ich hier raus? Ja, da, sehr schön. Lass mich raus, lass mich raus. Aus welcher Perspektive betrachten wir uns jetzt? Ach du meine Güte, was ist denn hier los? Ein Kopf? Hallo, untersuchen. Also. Ah! Nee, oder? Wir haben ein Rätsel gelöst, ohne irgendwie große Ahnung zu. Ja, gut. Ja, okay, gut. Okay. Ja. Gut, ich habe natürlich jetzt vermutet, dass diese Augen. Also, das ist jetzt mit den Augen für die Kombination war mit dem Rad hier zum Drehen, wo man dann irgendwie den Strom einschalten kann. Was ist das? Eine Holzlatte? Holzgriff. Ah, okay, ein Holzgriff. Na gut. Und da liegt wieder so ein Reifen. Was hat es mit dem Reifen auf sich? Na, Holzgriff ist ganz normales. Ja, ganz normaler Holzgriff. Genau, können wir uns gemütlich angucken. Hier haben wir noch einen Schlüssel. Der Schlüssel ist für eine Türe. Ich nehme mal an für die Hundetüre, die wir da hatten. Aber ansonsten kann ich hier nichts machen. Ne? Die Zeichnung verwenden. Nein. Ah, okay. Er sagt direkt dann nein. Oder eben ja. Verwenden. Das kann ich hier nicht. Okay, wir kennen es sehr gut. Solche Spiele. Gut. Was mag die Tür klemmt, sie gibt nicht nach. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, auch keine Möglichkeit, irgendwie dagegen zu treten. Wir gucken uns. Ein Schmetterling. Ein roter Schmetterling, er ist schön. Ja, er ist so schön, dass wir ein Achievement dafür kriegen, dass er schön ist. Ja gut, was soll ich dazu sagen? Ne? Ist halt schön. Okay, gibt es hier noch irgendwas? Da. Nö. Oder? Nee, hier gibt es leider ja nichts mehr. Deswegen gehen wir einfach mal wieder raus. So, Quatsch. Oh, dass ich jedes Mal mich verdrück. Was gibt es denn hier überhaupt? Achso, hier war der Schmetterling. So, und raus da. Wir hoffen mal. Ah. Es ist doch unfassbar. Ich. So. Ah, hier. Geht's jetzt hier lang? Jawohl, hier geht's lang. Sehr gut. Kriegst du jedes Mal Angst, dass hier irgendwo gleich einer. Jemand vorbeikommt und, wie unser netter Freund, den wir gerade eben getroffen haben, kann ich hier hin. Hier war die Hundetür, da würde ich mal sagen, wir nehmen einfach mal hier und machen den hier. Sehr gut. Wieder diese komischen Würmer. Oh mein Gott. Haufen Bilder. Was? Wie? Ja, und nun? Nein, ich will keinen Tipp. Es ist jetzt eine Art, welche Augen oder welche Augen gucken falsch? Dass man da irgendwie was erkennen muss? Na komm, macht jetzt nochmal schön den Augentrick.
Na gut, dann halt nicht. Was haben wir hier? Ein Schubfach mit einer Münze. Eine Münze. Ja, ja. Und ein Bild. Können wir das Bild oder kommen wir jetzt nochmal dahin? Ja, wir kommen nochmal dahin, um... Achso, um einfach nochmal die Schublade aufzumachen. Na toll. Hier fehlt ein Bild. Da ist ein Bild, da ist kein Bild. Wir haben aber jetzt nichts für unterwegs mitgenommen. Ne? Verwenden können wir es nicht. Nee. Kann ich hier nicht verwenden. Können wir uns die Münze angucken? Vielleicht verbirgt sie ja irgendwas. Naja, sieht relativ... Ah, okay. 1 von 5 Münzen haben wir gefunden. Na, mal gucken, was das noch wird. Okay, alles noch sehr ruhig. Was war hier gewesen? Hier waren diese, ach ja, das war das mit dem Augen, genau. Das super Rätsel. Hier ist der Teddybär. Nein, nicht untersuchen. Kann ich den? Nein. Der will den Teddybär nicht verwenden. Okay, die Tür geht auf. Alter! Also echt mal hier, der Typ, ne? Der Typ. Der hat voll die Langeweile, der weiß nicht, was er machen soll. Da stellt sich die Frage, kommt er auf uns zu? Will er uns jagen? Oder ist er einfach nur so da, um mal Hallo zu sagen? Ne? Einfach mal so, hey, was geht? Du auch hier? Schön, dich zu sehen. Ne? Ist ja alles möglich. Ach, ich probiere das jetzt einfach mal mit der Holz. Ja, gut, das war... Das war klar. Aber jetzt will ich erstmal hier gucken wegen dem Bild. Was hat es damit auf sich? Mit den ganzen... Ach ja, Schmetterling. Darf ich den Schmetterling vielleicht? Nein. Jedes Mal. So, hier, bam. Nein. Und er sprach, nein. Okay, hier kommen wir wieder zum Reifen, was ich auch noch nicht nachvollziehen kann. Wir können uns den Reifen angucken. Können aber allerdings leider hier nichts verwenden. Nee. Gut, 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 gut. So. Ja, mal gucken, wann unser Freund eingreift. Und die Frage ist ja wirklich, warum wurden wir jetzt von diesem merkwürdigen Wesen da eingesperrt? Oder ist dies alles nur ein Traum? Ach, wir haben ja noch... Oh, ein Zettel. Eine Liste von Namen. Mein Name steht ganz unten. Was könnte das bedeuten? Ja, sehr schön. Ein kleiner Raum... Mit einem, was ist... Hä? Schon wieder ein Reifen. Okay, Fenster ist soweit alles okay. Hier ist der Stuhl, aber warum kann ich... Warum kann ich da draufklicken, aber nicht viel machen? Oh, gerade schon wieder fast erschreckt. Man könnte wirklich denken, dass da irgendwas davor gesprungen kommt. So, hui. Gerade so schön am Machen und dann, wah, kommt dir irgendwas ins Gesicht gesprungen. Gut, also hier haben wir die 10.000 Bilder. Ich glaube, um diese Frau geht es auch. Die wir verloren haben oder wieder zurück haben wollen. Ja, wir können die Klappe aufmachen, das ist super, aber was kann ich noch machen? Warum blinken die Bilder? Zumindest warum haben sie vor ein paar Minuten noch ihre Augen zugemacht und wieder auf? Ja?
Was hat es damit auf sich? Oder vielleicht gibt es da irgendwo eine Vorlage. Ich muss mal gucken. Nee, das ist keine Vorlage. Vielleicht ist es vielleicht ein Rätsel im Sinne von, ja, die macht da, das Auge wird woanders zugemacht. Also die eine macht das, die andere macht jenes. Aber es ist schon unheimlich überhaupt, dass Bilder zwinkern können. Ne? Das ist schon. Ach, hier haben wir ja auch noch Bilder. Die habe ich jetzt gerade gar nicht so vor uns betrachtet. Oder hatte ich die betrachtet? Hier hat man die komische, den komischen Typen gesehen, wie der da durchgehuscht ist. Wir gehen nochmal da lang. Ist die Tür auf? Jawohl. Sehr schön, die Tür ist. Ach ja, stimmt, das ist ja zu dunkel für den Herrn. Ach, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Könnt ihr euch einen Namen ausdenken für den Herrn so und so? Sam. Ist irgendwie, ich glaube, Sam heißt der junge Herr. Sam. Mr. Sammy. Sammy Zane. Na. Okay, können wir hier noch gucken? Hier haben wir ja nichts. Da haben wir die Tür. Und wenn wir hier gucken, haben wir auch nochmal die Tür. Und wenn wir jetzt nochmal uns drehen, haben wir das. Okay. Gut, also wir drehen uns jetzt komplett um jeden Raum nochmal. Um vielleicht was zu finden. Da. Hä? Wieso ist. Wieso ist jetzt der Tisch kaputt gegangen? Hier sind wieder die Gesichter. Okay. Hier ist die Tür. Und hier fehlt das Bild. Hier fehlt ein Bild. Aber wo ist es? Ich dachte ja erst, es könnte sein, dass es hier liegt, aber das ist ja schon eingerahmt, deswegen. Aber wieso ist der Tisch kaputt? Kann ich vielleicht nur mal so? Nein. Warum zeigt. Der Tisch ist kaputt. Aber warum ist der Tisch kaputt? Wir haben den doch gar nicht angefasst. Da sind wieder die Gesichter. Und alles fixiert auf. Ja, immer diese Hälfte ist hell. Der Rest ist leicht dunkel. Aber die Augen haben eigentlich die. Also. Alle Augen hier zwinkern zum gleichen Bild drüber. Also, dass das 1:1 passt. Also, was könnte. Und hier fehlt ja natürlich eins. Hier fehlt eins. Deswegen weiß ich jetzt leider noch nicht genau, was ich da machen soll. Machen kann. Deswegen gehen wir einfach mal wieder. Ja. Hinunter. Haben wir hier noch was? Oder wir gucken noch mal nach hinten. Hier hat man noch eine Tür, die hat man. Genau, jetzt sind wir wieder in dem Raum.